Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Device-Kanal. Heute stelle ich euch die 7 besten Intel B660 Mainboards vor. Wie bei unseren anderen Videos werden wir wie gewohnt die Vor- und Nachteile der Mainboards erläutern und diese kurz und knapp vorstellen. Sollte euch das Video gefallen, lasst uns doch gerne ein Like und ein Abonnement da, um in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen. Lasst uns nun mit dem Video beginnen, also lehn dich zurück und viel Spaß! Beginnen wir mit dem Asus ROG Strix B660F Gaming Wi-Fi. Dieses ist im ATX-Format gefertigt und besitzt ein edles und modernes schwarzes Design. Mit den farblich abgesetzten Nuancen in Silber ist dieses Mainboard optisch definitiv ein Hingucker. Das PCB besitzt ein 6-Layer-Design, welches zum einen für eine bessere Wärmeableitung im Bereich der Spannungsregler sorgen soll und zum anderen um die Stabilität des Gesamtsystems zu verbessern und dem Prozessor mehr Übertaktungsspielraum zu geben. Die passiven Kühler über den Power Stages fallen durch ihr zweifarbiges Design direkt ins Auge. Die maximale Größe des Arbeitsspeichers beträgt 128 GB. Außerdem ist das Mainboard eines der wenigen, welches bereits den neuen, modernen DDR5-Standard unterstützt. Für eine ausreichende Kühlung sorgen gleich zwei massive Kühlkörper im oberen Bereich, um eine sichere Wärmeableitung der VRMs, also Spannungsregler, sowie Spulen zu gewährleisten. So lassen sich auch leistungsstarke und hungrige Prozessoren der aktuellen Sockel LGA 1700 Generation mit ausreichend Energie versorgen, ohne zu überhitzen. Der Kühlkörper des Chipsatzes ist sehr futuristisch gehalten und erinnert optisch stark an Science Fiction. Als nächstes sehen wir uns das Gigabyte B660DS3H AXDDR4 an. Was das Design angeht, ist das B660DS3H eher schlicht gehalten. Die Platine hat eine sehr neutrale Farbe mit Tönen in Schwarz, Braun und Grau. Es gibt einige futuristisch anmutende Merkmale, wie die grauen Streifen, die die Platine umgeben, aber sie bieten nicht viel in Bezug auf die Ästhetik. Die Integration von Wi-Fi ist ein besonderes Highlight und ein Muss für jeden Einsteiger, der sich nicht sicher ist, ob eine kabelgebundene Verbindung in seinem Arbeits- oder Spielbereich plausibel sein wird. Die Übertaktung des Arbeitsspeichers ist eine super Option, um das Maximum an Leistung aus Ihrem System herauszuholen. Das Mainboard unterstützt eine Übertaktung von bis zu 5333 MHz. Das Mainboard verfügt nicht unbedingt über die besten verfügbaren Funktionen. Für den verhältnismäßig günstigen Preis gibt es von mir aber trotzdem eine klare Empfehlung. Kommen wir nun zum ASRock B660M Phantom Gaming 4. Das Mainboard ist im Gegensatz zu vielen anderen eher schlicht gehalten. Schnickschnack wie RGB-Beleuchtung, WLAN und Co. gibt es nicht. Das Mainboard unterstützt eine maximale Kapazität vom Arbeitsspeicher von 128 GB. Leider unterstützt dieses allerdings noch nicht den neuen modernen DDR5-Standard, sondern nur den schon etwas in die Jahre gekommenen DDR4-Standard. Wie bereits erwähnt, unterstützt das ASRock B660 Phantom Gaming 4 von Werk aus kein Wi-Fi. Dafür finden wir einen 1 Gigabit schnellen Ethernet-Anschluss. Viel mehr gibt es zu diesem Mainboard nicht zu sagen. Für einen fairen Preis findet man hier ein hochwertiges und schickes Mainboard ohne viel Krimskrams. Das Design des MSI Mac B660 Tomahawk Wi-Fi DDR4 ist zum Großteil schwarz und schlicht gehalten. Das Mainboard erweckt durch die großen Kühlkörper dennoch keinen abgespeckten Eindruck. Diese befinden sich links und oberhalb des Sockels. Das B660 Tomahawk ist ästhetisch eindeutig von MSIs Unify-Serie inspiriert. Beide haben ein schwarzes RGB-loses Design, das sich leicht in die meisten Systeme einfügen wird. Es gibt 4 RGB-Header, 2 davon adressierbar. Das Tomahawk verfügt außerdem über 3 PCI-Express-Steckplätze. Der erste Steckplatz ist ein X16-Steckplatz, der PCI-Express 4.0 unterstützt. Der zweite ist ein X16-Steckplatz, X4 elektrisch, der PCI-Express 3.0 unterstützt und schließlich gibt es einen PCI-Express 3.0 X1-Steckplatz. Der Tomahawk kann bis zu 3 M2 SSDs aufnehmen, die alle durch einen Kühlkörper gekühlt werden. 2 von ihnen unterstützen PCI-Express 4.0 X4. Der dritte Steckplatz unterstützt PCI Express 4.0 X2. 3 Steckplätze werden für die meisten Nutzer ausreichend sein, aber wenn sie 4 oder mehr wollen, werden sie hier leider nicht fündig. Das Gesamtlayout erscheint solide. Der Bereich unter dem primären PCI Express Steckplatz ist frei von M2 Steckplätzen. SSDs können dort unter einer GPU verdammt heiß werden. Es gibt einen USB-Typ-C Gehäuseanschluss und wir zählen 5 Lüfteranschlüsse plus 2 weitere für die CPU und die I/O-Pumpe. Kurz gesagt, das ist kein Budget-Feature-Set und das gilt auch für die Stromversorgungskomponenten.
Nicht jeder braucht ein Mainboard, welches mit unzähligen Features und Anschlüssen vollgestopft wurde. Dies ist ein ATX-Board, aber im Vergleich zu billigeren MATX-Modellen gibt es nicht viel an zusätzlichen Funktionen. Die PCI Express-Steckplätze sind die gleichen und der einzige nennenswerte Zusatz ist ein zusätzlicher M2-Steckplatz, der auf eine Bandbreite von 2 begrenzt ist. Das I/O-Panel ist dezent. Es gibt zwei USB 3.2 Gen 2 Ports, ein Gen 1 Port und ein USB 3.2 Gen 2 Type-C. Es gibt zwei USB 2.0 Ports, 2,5 Gigabit schnellen Ethernet-Anschluss, einen HDMI-Ausgang und einen DisplayPort-Ausgang. Das war's dann auch schon an nennenswerter Konnektivität. Sehen wir uns nun das Gigabyte B660M Aorus Pro AX an. Designtechnisch macht dieses definitiv einiges her. Außerdem hat Gigabyte es geschafft, 10 USB-Anschlüsse einzubauen. Es gibt einen USB 3.2 Gen 2 Type-C Anschluss zusammen mit einem Type-A, 4 USB 3.2 Gen 1 Anschlüsse und 4 USB 2.0 Anschlüsse. Gigabyte hat auch Intel 2,5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6 und ALC 897 Audio integriert. Das Board ist sehr gut ausgestattet, sieht gut aus und verfügt über sehr große und massive VRM-Kühlkörper. Darunter befindet sich ein 6-Phasen-VRM. RGB-Beleuchtung finden wir bei diesem Board leider nicht. Außerdem besitzt das Board leider nur einen M2 und einen PCI Express Steckplatz. Kommen wir zu dem letzten Mainboard in unserer Liste, dem MSI B660M Mortar Wi-Fi. Die Hauptplatine ist mit Kühlkörpern übersät. Es gibt einen großen Kühlkörper über dem B660-Chip, zwei M2-Kühlkörper und zwei große VRM-Kühlkörper, die auch Wärme von den Induktoren ableiten. Ach ja, und das I/O-Shield ist bereits vorinstalliert. Wie es sich bei einem guten Gaming-Mainboard gehört, ist der erste PCI-Express-Steckplatz verstärkt, damit auch große und schwere Grafikkarten keine Balance-Schwierigkeiten bekommen. Das Board hat keine speziellen Anschlüsse, Schalter oder gar ARGB-LED-Beleuchtung. Die Ausstattung ist rein auf Praktikabilität ausgelegt und teurere Dinge mit marginalen Nutzen würde man vergeblich suchen. Von den internen USB-Anschlüssen gibt es einen Type-C Gen 2 mit einer theoretischen Bandbreite von 10 Gigabit pro Sekunde, einen 19-Pin für zwei USB 3.2 Gen 1 Anschlüsse, 5 Gigabit pro Sekunde und zwei für vier externe USB 2.0 Anschlüsse. So, das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Welches Mainboard war euer Favorit? Schreibt's in die Kommentare. Die Links zu den Mainboards findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Abonniert gerne den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal beim Device-Kanal.